Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unreal. Okay. Wir hätten hier noch eine ganze Menge zum Mitnehmen. Die Kammer der Kristall. Genau, das, die sollen wir jetzt ja aktivieren. Ah, du kommst auch auf die Idee. Habt ihr nirgendwo Licht? Hallo Kristall. Ah, guck mal, das macht jetzt ein bisschen Licht. Immerhin. Dann nehmen wir dir dein Zeug noch weg. Erledigen dich noch fix. Na, toll, schon wieder Spinnen. Ich hätte da echt gern so ein bisschen mehr Muni mal für. Klappe halten. Gammelt doch schon wieder irgendwas rum. Hallo? Ups. Was war Embark? Ah. Das heißt Embark nochmal. Irgendwas soll uns halt auf dieses Embargen vorbereiten. Mhm. Okay. Ich war nicht vorbereitet, wie man gesehen hat. Auf dich halt nicht. Sack. Schießt du mich auch da runter? So, die haben was jetzt gezeigt. Warum eigentlich nicht? Viel zu viele Spinnen. Aber du lernst auch, wie es scheint, ne? Ja, ich habe zu wenig Leben, zu wenig Platz und zu viele Gegner hier unten wieder. Das kannst du jetzt schon wieder knicken. Wie kriegen wir dich denn mal weg? Aber wie gesagt, mir halten die Gegner echt zu viel aus. Ich muss mir dann echt lieber, wenn die noch ein, zwei Schüssen fallen und nicht halt hier so ein komplettes Magazin fressen. Warum explodiert da eigentlich jetzt noch Zeug? Ich verstehe es nicht so ganz. Aber das war tatsächlich schon mal relativ erfolgreich, muss ich ja sagen.
Wie ist es eigentlich, wenn ich hier unten das, oder von hier unten das Ganze angehe? Da haben wir hier schon mal die erste Spinne. Und hier noch so ein Typ, der eigentlich hier auch wieder nicht hingehört. Das kann ich ja eh wieder knicken. Ach, du hast wahrscheinlich die ganze Zeit rumgeballert. Kann das sein? So, jetzt sag mir bitte, dass hier irgendwo Leben drin ist. Ich speichere mal noch nicht. Deswegen. So, können wir die Viecher vielleicht irgendwie schon mal anlocken? Du bist ja kaputt. Jetzt bist du kaputt. Ich glaube, ohne diesen ganzen Stress hier wäre das eindeutig einfacher. Wie es halt meistens ist. So, auch hier, dann versuchen wir es halt so der Reihe nach irgendwie einzeln annehmen oder angehen, die Gegner. So, das wäre dann das. Wenn ihr mal besser zu treffen wärt, ne? Das ist tatsächlich nicht schlecht. Das hast du also hier bewacht. Ich glaube, dies ist nicht so sinnvoll. Machen wir es halt so. Guck mal, schon geht's. Aber halt auch wieder ein paar Anläufe gebraucht, bis das mal hier funktioniert. Gut, was bringt mir der ganze Spaß? Wahrscheinlich war das echt nur zum Upgraden hier. Okay. Dann gehen wir halt wieder nach unten. Beziehungsweise war hier, hier war noch ein Aufzug. Dann, ich wollte nach oben. Nehmen wir den anderen Aufzug, mal gucken, ob der nach oben geht. Obwohl, ich hätte auch einfach laden können. Haben vielleicht noch ein paar Sekunden gespart. So. Scheinbar... Ja, geht ja auch von unten hoch. Okay, gut. Dann versuchen wir die andere Seite mal. Ich meine, da waren ja auch noch Aufzüge. Aber die sehen mir nicht so aus, wenn die nach oben gehen.
die Frage, ob ich nach oben muss. Ich meine, hier unten war ich ja, glaube ich. Doch, hier war ich schon. Gut, dann muss es hier irgendwo weitergehen. Habe ich da oben irgendwas übersehen? Irgendeinen Schalter wahrscheinlich? Gilt das für eine bestimmte Zeit lang? Weil jetzt haben wir hier Stromgedöns. Ich versuche mal da oben lang zu kommen. Aber ich muss ja schon... okay. War ich das letzte Mal so mit dem Kämpfen beschäftigt? Dass ich dich ganz übersehen habe, mein lieber Aufzug. Ja gut, stimmt. Himmelsaufzug. Dann ruder mich zum Mondhäubchen. Sehr freundlich empfangen erstmal. Freut mich. Lass hier den bitte mal in Ruhe. Macht man doch nicht sowas. Na cool, die können wir halbieren. Witzig. Die haben wahrscheinlich einfach hier die Planke runtergepackt. Na gut, das sind BMP, ist aber schön gemacht eigentlich. Taschenlampe. Bisschen Muni. Ja, ich glaube, da sollten wir nicht runter. Dann gehen wir doch lieber mal da hinten rüber. Du hast jetzt Verstärkung, oder wie? Wenn du meinst, Bertha, wenn du meinst. Eigentlich wollte ich mich da unten jetzt erstmal umschauen. Mhm. Wahrscheinlich, falls wir da runterfallen sollten. Aber gut, wie gesagt, es gibt erfreulich wenig Sackgassen hier im Spiel. Ah, deswegen. So viel an zum Runterfallen. Hallo. Okay, die finde ich gerade mal ganz angenehm. Die hält es nicht so unglaublich viel aus. Echt ganz angenehm, gerade die Gegner mal eine ganz nette Abwechslung. Da geht es dann gleich weiter, schätze ich. Hui. Flugshells, gerne. Blub, blub, blub. So,
So, genau, Muni brauchen wir hier erst erstmal, beziehungsweise Leben. Also können schon was gebrauchen, aber können hier erstmal nichts mehr aufnehmen. Schwimmen wir doch mal hier durch. Ah, Sniper Rifle? Sniper Rifle. Jawohl, ja. Zwar kein Zielfernrohr drauf, wir können aber trotzdem zoomen mit. Okay, ich bin der letzte Überlebende. Ich hab's geschafft, hier Unterschlupf zu finden. Und werde noch einmal kurz ruhen, bevor ich morgen meinen letzten. Ja. Mich mein letztes Mal zur Wehr setzen werde. Ich bin so müde. Der Tag war ziemlich lang und ich habe alles verloren. Ich hoffe nur, dass sie nicht feststellen, dass ich hier heute Nacht schlafen werde. Ne, das lässt das Wasser, oder? Ne, lässt das Wasser nicht steigen. Vielleicht hat sie auf der anderen Seite das Tor geöffnet. Jupp. So. Da haben wir jetzt nicht so viel Muni, deswegen werde ich da vielleicht mal ein bisschen aufpassen mit. Na, was hältst du davon? Nicht so viel, wie mir scheint. Schwimm, schwimm, schwimm. Weiter geht's. Vielleicht soll ich die auch nicht so sehr verschwenden, hier die Muni. Ich meine, die gehen ja, wenn ich mich da ein bisschen mehr konzentrieren würde und nicht immer in die Dinger reinrennen. So, da drüben ist erstmal nichts mehr für mich. Komme ich denn da vielleicht hoch? Ja. Sehr gut. Na, ah, die Flak ist auch ganz gut ausgerüstet gerade. Auf Wiedersehen. Hoi. Was wär's mit dir gewesen? Das ist Stinger-Munition, gerne. Und dann geht's hier schon mal weiter. Halli, hallo, wir fahren. Wir sind im Moment, laufen wir gerade noch. Wie gesagt, die sind echt angenehm. One-Shots. So mag ich meine Gegner. Möglichst schnell tot. Na gut, du warst jetzt nicht ganz so One-Shot, da war ich aber auch nicht so nah dran. Jetzt bist du halt dafür Stückchen. Ach, und von denen kriegen wir auch Rifle-Munition, das ist cool. Allerdings hat auch mein Leben hier sehr stark gelitten gerade. Wo haben wir denn? Flashlight Seeds, da haben wir sie. In Sichtbarkeit werde ich mir mal noch ein wenig aufsparen. Beziehungsweise, so wie ich mich kenne, wahrscheinlich gar nicht nutzen. So, komm, Tragefrüchte, Tragefrüchte. Wäre da eine schöne große Pflanze. Jetzt werden wir mal gucken.
Ich könnte da wieder zurück, aber... Nee, das ist mir den Umweg nicht wert. Das ist mir den Umweg nicht wert. So, dann weiß ich nämlich gerade, ob die Pflanze hier ausgewachsen ist. Dankeschön. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, was wir hier noch Schönes finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.